grün bestückt im Blätterkleid, sag ich. Hallo meine lieben Freunde, Kurando goes öko und schließt sich der Klimawandelbewegung an, indem man sich jetzt hier einfach die Laubblätter vom Boden an den Körper tüftelt und damit versucht seine aus Ökoplastik natürlich hergestellte Rüstung zu verbergen, bevor hier irgendwelche wild gewordenen Leute hier irgendwelche Denkzettel verpassen. Wie an meinen drei SUVs vor der Haustür. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns schaffen. Wir wollen bauen. Und zwar da hinten, den Schandfleck. Wir sind ja auch dafür dabei, zwar keine Klimasünden, sondern Bausünden zu revidieren und ein wenig zu beschönigen. Und das wollen wir jetzt machen. Das freut die Lulu. Aber ich freue mich nicht, denn das ist ein hässlicher Bau. Aber wir kriegen den jetzt richtig schön hin. Hier und jetzt. In der nächsten Folge, Folge 225 schon. Hier auf Tomorrowland. Mirai kaze ga sotto 濡れた方を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく I just keep dreaming, 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 tired 話を聞かせて 鈍い呼吸が冷めないだ So, da wedelt euch schon das ganze grüne Gedöns hier im Gesicht herum. Diese ganze Rabatte, die wehen wir mal weg, weg mit dem Laub. Und jetzt ist der Weg frei für unseren Gang hier in das Restaurant. Und ich habe mir überlegt, was wir hier machen können. Und wir können einiges machen, um das zu beschönigen. Und ich fange mal ganz oben an, beim Dach. Also diese Folge steht jetzt ganz im Zeichen der Besserung. Das wirklich der Besserungsarbeiten. Ich habe eingesehen, dass das, was wir das letzte Mal gemacht haben, nicht wirklich schön ist. Und ich muss hier erstmal irgendwie einen Aufgang nach oben zimmern. Ich mache das mal ganz kurz hier hin, ne? Wobei, nee, warte mal. Wir machen das mal in den Raum rein. Zack. Kriegen wir das hin? Ja, wir kriegen das hin. Ich versuche mal, einfach ganz nonchalant ein paar Handgriffe zu machen. In der Hoffnung, dass wir dann alles ein wenig schicker Design kriegen. Moment, ich muss mal ganz kurz... Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt nach hinten gehen und das so dann aufstellen, ne? Jedenfalls... Was ist da unten los? Freuen sich auf jeden Fall alle ziemlich da unten im Restaurant. Ja, ich glaube, das geht, wenn wir dann hier nämlich noch eine Stufe hoch machen. Dann kommen wir so hier raus. Aber wobei es auch so ein bisschen gleich oben und im Kopf gegen die Wand. Nicht ganz so schick. Aber muss es auch nicht. Ich reiß jetzt erst einmal das alles wieder ab. Ihr wundert euch und denkt euch, warum macht er das? Was ist in den Tölpel gefahren? Der Tölpel hat sich aber da was gedacht oder denkt sich was dabei. Und hofft, dass er das jetzt alles hier gut hinkriegt. Und auch das auch dann noch sauber in Form gegossen kriegt. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir das einversetzen. Sprich, dem Dach ein wenig mehr Tiefe geben. Und ich gucke mal, ob das dann damit zumindest etwas optisch reizvoller wird. Wie gesagt, das ist ein Hirngespinst.
und es muss erstmal in der Praxis erprobt werden. Prototyp. So, hier vielleicht? Ja, ne? Müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen, aber bevor ich das jetzt spiegel, in irgendeiner Form, wollen wir das natürlich erst einmal hier testen. Halt, das war komplett fehl am Platze. Das ziemt sich nicht, was ich hier mache. Ihr merkt das schon, das ziemt sich überhaupt nicht. So. Jetzt hier, da und da. Ich will aber jetzt vorher nochmal den hier oben. Ich glaube, ich mache den da vorne ran, ne? Zack. Und das kann ich eigentlich auch als Stützbalken gleich einmal komplett... Das kann ich komplett hier einmal durchziehen. Ich muss mal ganz kurz einen Weg nach oben hier basteln. Und einen Durchbruch vorerst... Ja, Shiro, jetzt erscheint er mir, damit wir das stehen. So. Kurando lang zu. Und ich mache hier mal... Das wie folgt, dass das einmal so durchgezogen wird. Als Art tragender Stützbalken. Von außen auch. Oh, guck mal, was machst du denn hier oben? Risu, verpiesel dich einfach mal. Und ich sehe gerade, die Stufen müssen auch nochmal versetzt werden, weil das wird ja konkret dann hier auch ebenfalls so gemacht werden. Und ich trage das nur schon einmal ab. Und ich werde gleich die Stufen auch noch gekonnt auch an der richtigen Stelle platzieren. Keine Sorge. Kommt alles. So. Ach, Shido. Ich glaube, ich muss Shido bald mal aus unserer Party entfernen. Ist zwar mal ganz schön, wenn er die Monster abhält, aber auf die Dauer ist das dann noch schon ein bisschen lästig, dass er mir da immer auf den Schlips treten mag. So, jetzt nehme ich hier von dem Holz noch was und gleiste das dahin. Guck mal, die schläft jetzt. Die schläft da jetzt so, ne? Kann ich das denn... Ich weiß nicht, ob das aussieht, was ich jetzt vorhab. Das so machen? Ah, Moment, ich muss mal gucken. All das, was ich jetzt nicht brauche, halt, das habe ich gebraucht und habe es trotzdem weggeräumt. Ich bin noch einer, ich bin noch einer. Das nehmen wir wieder raus. Ich nehme vielleicht die tragenden Balken. Wobei, Moment mal, haben wir denn noch den... Macht man es hier mit? Wenn man das vielleicht ein bisschen so macht? Also entsprechend wäre das dann, wenn ich jemanden dicht mache. So. Zumindest ein bisschen mehr sagender, oder? Ich weiß nicht, ob man das hier auch machen sollte. Oder ob das dann vielleicht sogar schon zu viel der ganzen Chose ist. Na, das will er nicht so, ne? Den Stab will er nicht so leichtfertig hier rausholen, ne? So könnte man... Nicht ganz japanisch, ne? Ich könnte jetzt in den Hintergrund noch ein bisschen das einfärben vielleicht. Mit einer Leiste. Wäre vielleicht auch noch denkbar. Oder ich ersetze es mit schwarzen. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt aber trotzdem... Es sieht besser aus als vorher. So viel, finde ich, kann man schon sagen. Kann ich den Kopf hier ranhauen? Nee, Moment mal. Warum nicht? Ja, guck mal. Kriegen wir den hier oben jetzt ran? Der schwebt, ne? Ach, hier oben. Ah, okay. Da klatschen wir ihn rauf. Na, jetzt weiß ich wenigstens, wie man ihn platziert, ne? Ja, so. Das wäre doch schon mal ein erster guter Schritt. Ja. Ja. Ich dachte, es wäre so ein bisschen mehr flashy. Also würde gleich noch viele auffallen. Aber irgendwie
Ja. Geil ist was anderes, aber könnte auch schlimmer sein. Vorher war es schlimmer. So, das wollen wir jetzt nochmal fortführen. Wir kopieren das jetzt einfach mal an der Stelle. Auch wenn man natürlich den hinteren Bereich des Hauses nie so zu Gesicht kriegt, will ich trotzdem das einigermaßen so dann auch nachempfinden. Einfach der Vollständigkeit zuliebe. Machen wir das einfach nochmal so, ne? Also, das gleiche Prinzip hier. Wir können dann natürlich gleich auch noch vielleicht hier einen Durchgang machen. Wäre denkbar. Ich habe das jetzt auch hier mit dem Holz gemacht, ne? Moment. Ja. Und dann können wir das nämlich da so auch nochmal machen. Ich will jetzt gerade nicht sehen, wir haben es gleich hier und dort, ne? Und dann entsprechend da und da. Nein! Da war auf jeden Fall nichts angesetzt. Aber wir können ja hier vielleicht dann doch, wenn man die Ecken hier vielleicht auch noch... Ja, jetzt meckert er. Ich weiß. Vollkommen zu Recht. Das vielleicht auch so macht. Haben wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, dass die Abwechslung fehlt. Wir die aber so wiederherstellen können. Ist, glaube ich, schöner, ne? Ich lasse das erstmal so. Das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Machen wir einfach mal den hier. Hoppala! Ja, genau. Und vielleicht, wenn wir dann mal ganz, ganz verrückt sind. Zack, zack. Die Büsche wollen wir erstmal demontieren. Machen wir es so im Eingangsbereich. Zieht sich bis hierhin fort. Dann kommt da oben entsprechend noch ein wenig was ran. Da wollte gerade Chido seine Spezialattacke rausholen. Aber bevor wir die rauskramen, machen wir erstmal hier weiter. Also, ich will jetzt hier noch nicht mit Specials hier aufwarten. Das wollen wir noch nicht machen. Ihr merkt schon, ich will hier jetzt ganz bewusst das fix hinkriegen. Macht das auch so, ja, ne? Dann kommt das nämlich hier vielleicht auch so hin. Ja, ich würde es gar nicht bis ganz... Nee, ist ganz gut, wenn wir es so machen, ne? Ja, ja, das lassen wir so. Zack, zack. Und dann kommt der Rand da weg. Weil es ja auch nicht symmetrisch sein muss. So. Jetzt sieht das zumindest schon mal ein bisschen besser aus, ne? Ja, das sieht besser aus. Also, meine Befürchtungen wurden jetzt ein wenig aus der Welt geschaffen. Und jetzt können wir hier vielleicht dann auch Fenster machen und dann sieht das von der vorderen Fassade akzeptabel aus. Das war nämlich so meine Sorge. Ihr seht das von hier hinten, ein Graus. Aber da guckt ja niemand. Ich zumindest nicht. Ihr vielleicht, wenn ihr meine Insel mal besuchen solltet, dann wollt ihr da vielleicht auch mal gucken. Gehen wir jetzt nochmal rein und hier entsprechend noch hoch. Können aber noch den Innenraum mit den geschichteten Holzpaletten aufbereiten. Das haben wir noch nicht hier fertig. Moment. Ja, genau. Klatsch es dir ins Gesicht, Kuranda. Genau das wollten wir doch sehen. Mal kurz gucken, was wir hier... Die beiden doppelten Oberwände, ne? Hier wäre das dann, ne? Mal gucken, ob das jetzt auch noch... Das wären zwei, ne? Boah, was direkt an die Fassade hauen, ist glaube ich auch nicht so ganz geil, ne?
kaufen, dass das gut aussieht. Ich weiß es nicht. Ich bin echt überfordert. Wir wollten ja den Treppenaufgang ein wenig zurückversetzen. Ach, das geht schon so, wenn wir das dann da machen. Der ist ja schnell abgebaut. Und ich denke, dass wir hier dann echt erfolgreicher sind mit dem Gang nach oben. Ich versuche tatsächlich immer so aus bisschen aus dem Kopf so ein paar Ideen noch reinzubauen. Wisst ihr vielleicht, ich habe das gleich schon mal gesagt, ich bin ein gewisser Nerd in Sachen Burgen und Schlösser in Japan. Da habe ich ein kleines Fable für. Da hat man auch immer so relativ steile Aufstiege, die auch mitten im Raum sind. Dann hat man da hinten noch Stützsäuler, Säulen, die das irgendwie dann noch tragend halt so manifestieren. So könnte man das machen. Vielleicht kann man ja auch... Wobei es ein Restaurant. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man hier irgendwo Schießscharten noch bauen. Das verfehlt vielleicht so ein bisschen den Sinn dieses Gebäudes. Was man jetzt überlegen könnte, ist, wenn man hier vielleicht auch noch das ein wenig illustrer auskleidet. Hier vielleicht. Könnte man hier noch Fenster machen? Ne, das ist ja natürlich sehr... sehr sinnig errichtet. Ich mache das mal bewusst, dass man rausgehen kann, ja? Dann machen wir das hier auf jeden Fall symmetrisch, indem wir das abreißen und hier auch eine Tür reinsetzen. Und dann... Das wäre jetzt, wenn man das wirklich dreietagig macht. Macht jetzt keinen großen Sinn, hier jetzt rausgehen zu können. Es sei denn, wir machen hier wirklich noch etwas anderes. Wobei, da müssen wir das Dach auch noch ein bisschen verlagern. Das geht schon so. Sage ich jetzt einfach mal. Gleiches Spiel wird jetzt natürlich kopiert. Denn ich bin da, glaube ich, ganz gut mit dabei, wenn wir das hier wirklich hier machen, ne? Zack, zack. Kommen wir nämlich hier hoch. Es geht mir eigentlich nur darum, dass wir eine Möglichkeit haben, auch immer rauszugehen. Weil nichts ist blöder, wenn man dann mal irgendwie aufs Dach mag und irgendwie vielleicht was, weiß ich, was modifizieren mag, irgendein Zeug. Und dann kannst du nicht hingehen. Das wäre auch nicht schön, ne? Moment. Ja. So. Hier kommt ja noch was hin, da aber nicht. Was wir jetzt mal machen könnten, ist erstmal den hier abreißen und stattdessen das hier weiterführen. Kommen wir aber nicht ganz so weit, ne? Na? Ne. Also noch einmal. Hinauf mit uns. Und dann haben wir das hier auch noch stehen. Hier könnte man dann vielleicht auch noch eine... Wohnunterkunft entweder für das Restaurantpersonal machen oder für was weiß ich wen. Muss ich mal gucken. So. Na komm. Stell dich mal nicht so doof an, Kudando. Das wäre dann entsprechend so, glaube ich, ganz gut, ja. Ja. Hier gehen wir den gleichen Pfad wie auf der anderen Seite. Ja. Einer fehlt noch, ne? Da haben wir's. Und dann nochmal. So. Fenster einsetzen. Ist das jetzt richtig? Moment mal. Ja, ach so, das fehlen seitlich noch diese kleinen Streben. Gerade schon ein bisschen bedenken. Und dann wäre das damit schon fast abgeschlossen. So. Ist, glaube ich, ganz okay. Fällt mir auch hier schon von der Außenfassade einigermaßen. Man muss natürlich gucken, wie wir die Fenster denn da oben auch noch platzieren. Wir haben ja
halt, Miese, was machst du denn hier? Hier noch mehr Möglichkeiten, Fenster noch zu setzen. Wenn man das vielleicht so macht, dass man hier immer zwei vom Rand ausgeht. Ich mach das jetzt einfach mal. Rundherum. Und nicht die Blöcke gleich vergessen auch zu sammeln. Hier zwei. Zwei. So wäre das dann, ne? Hier so eine Art Geländer. Das heißt, eine Art Geländer, natürlich ein Geländer. Und dann reißen wir hier noch einmal Fenster raus. Da könnte man dreimal, da könnte man aber auch einen Ausgang machen. Ich bleib jetzt erstmal dabei, das vorne ähnlich zu machen, dass man hier erstmal zwei macht. Das verfrachte ich mal kurz nach oben. Und dann machen wir hier wie folgt weiter. Rausgeklopft. Und hier auch. Entsprechend das gleiche Spektakel. Hier kann man leider nicht durchgucken durch die Papierfenster. Das macht jetzt alles ein bisschen duster auch. Aber das ist halb so schlimm. Habe ich denn unten jetzt eigentlich einmal ganz auch mit den Blöcken gearbeitet, ne? Jawohl, dann würde ich sagen, weil das schon ein bisschen sehr weitläufig ist hier. Machen wir das hier so. Ja, und könnten wir vielleicht bis hier vorne machen. Jawohl. Und da braucht man dann wieder das hier. Ihr seht schon, ich bin jetzt dabei, dem ganzen Innenraum jetzt ein wenig Struktur noch mehr zu verpassen. Das ist jetzt falsch. Achso, ich habe das da komplett... Ah, okay. Macht Sinn. Macht in der Tat Sinn. Dann versetzen wir das einfach um ein. Und hauen das dann hier entsprechend weiter rüber. Na. Nee, warte mal. Geht das... Nee. Das sind auch die am oberen Bereich. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier dann vielleicht doch, wenn man ein bisschen noch abtragen sollte, einen kleinen Balkon oder sowas ranhängen könnte. Wenn man denn hier die so macht. Und das baue ich einfach mal zu. Aber so rum. Nee, was mache ich? Durchgehen. Hätte man da noch einen Raum. Und hier selbstredend auch. Mit dem Treppenaufgang. Hier kann man natürlich wirklich überlegen, ob man da noch ein Fenster hinmacht oder... Wobei, nee, ist glaube ich ganz gut. Hier der Treppenaufgang, den werde ich nochmal vielleicht mit dem Geländer so ein bisschen sichern. Wobei ich jetzt auch nicht zu viel Fläche nehmen mag. So. Wobei. Das reicht schon so. Hier kann es vielleicht ein bisschen höher gehen noch. Oder so sein. Dass man hochkommt und hier dann einen noch etwas größeren Bereich hat. Irgendwie, was weiß ich, ob man das als Einzelzimmer oder so einrichten mag. Weiß ich noch nicht. Das muss auch jetzt nicht unser Problem sein. Wobei wir hier doch tatsächlich vielleicht schon mal ein Bettchen oder sowas mit reinbringen können.
Haben wir denn überhaupt noch was hier? Oder einen Kleiderschrank oder irgendwie so ein Kram. Schon mal irgendwelche Möbel. Aber ich glaube, da habe ich schon sehr viel weggelagert, ne? Futons haben wir gar nicht. Deshalb ein Strohbett. Das will ich jetzt niemand antun. Mit Lampen und Kerzen könnte man schon mal arbeiten. Lampions will ich eigentlich im Innenraum möglichst ausschließen. Wenn man hier mitarbeitet, glaube ich, schöner, ne? So kann man das eigentlich machen, dass man hier dann nochmal ein wenig beleuchtet. Hier wäre natürlich ganz gut, wenn hier auch noch so ein Weg wäre, nach draußen zu gehen, ne? Als Balkon vielleicht. Die Möglichkeit, hier zwei zu gehen, wäre gegeben. Aber ob das auch gut aussieht von außen, ist die nächste Frage. Jetzt meckert er natürlich. Ja, wenn man das vielleicht doch ein bisschen erweitert, würde das sogar noch gehen. Aber merkt schon, es ist schon schöner, oder? Als noch am Anfang. Ich mag hier vielleicht dann nochmal den Weg gehen. Moment. Ah, was mache ich nur? Hier muss natürlich auch noch ein Block hin. Ich habe jetzt gerade die Holzpaneelen einfach weggemacht. Ich bin auch ein Pfosten. Zack. Alter, das gibt's doch nicht. Wenn man das so macht. Jetzt steht hier. Oh, sehr gut. Es wäre vielleicht möglich, das dann noch so zu machen. München. Das möchte ich eigentlich nicht abreißen. Ich glaube, das wird dann nicht ganz so hübsch werden. Wobei, wir können es ja mal testen. Wobei, das geht. Dann hat man da so einen kleinen Ausgang. Ich kann das Geländer natürlich wie folgt auch noch anbinden. Wobei, nee, da bräuchte ich vielleicht noch irgendwas anderes, was ich davor setze. Aber es geht auch schon so. Da fällt schon jemand runter. Die Blöcke nehme ich auf jeden Fall mit. Hier müssen wir dann natürlich noch ein bisschen was drumherum abschlagen. Dass man hier auch rumgehen kann. Und dass das Haus nicht direkt am Hang gliedert. Ja, da kommen wir jetzt nicht ran. Dafür hier noch ein bisschen. Ich weiß, Shido, das gefällt dir, wenn wir Sachen kaputt machen, ne? Und so in etwa sieht das dann aus. Liebe Leute, das war es erstmal an dieser Stelle. Das nächste Mal machen wir weiter. Kann man vielleicht hier nochmal das eine oder andere bauen. Oder auch nebenan an der Hütte ein bisschen zaubern. Ja, aber das kann man so doch schon ganz gut ansehen. Und hier wird dann wahrscheinlich auch die Farben entstehen. Das alles aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Gehabt euch wohl. Und hier jetzt sage ich mal auf Wiedersehen.